Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 23 von Towns in der zweiten Runde, ne? Gucken wir mal rein in das Spiel. Und ja, müssen wir mal schauen, wie das so hingeht. Weiß nicht, ob die Lautstärke jetzt passend ist. Ich will's hoppen. Gucken wir mal, ne? Okay, so, hier, das war letztes Mal noch ganz prio. Warte mal, jetzt habe ich die WASD-Tasten am besten und dann geht's voran. Hier soll ja was draufgebaut werden. Wir hatten letztes Mal mit Essen die Bäume alle gemacht. Die sind auch schon geerntet. Und ja, was ist noch? Gute Frage. Ach so, wir hatten zwei ja ausgerüstet neu. Und das haben die auch schon gemacht. Wunderbar. Da hat sich einer auch schon hier so ein anderes Equipment genommen. Das war wahrscheinlich vorher ein Holzschwert oder so. Komm, wir machen mal den dritten auch noch auf Auto-Equipped. Hier fehlen nur 10 momentan dran. Ne? Ja, und wir hatten letztes Mal ja gesehen, dass diese Ebene vielleicht abgebaut worden ist. Und das hat denen keinen Spaß gemacht. Das kann auch sein, ne? So, jetzt wird's wieder heller. Und ich denke mal, wir gehen mal gerade auf diese Ebene. Kerzen sollten auch noch gemacht werden. Da noch, da rechts auch noch. Hier sieht es eigentlich einigermaßen gut aus. Da kam gerade wieder ein Holzteil. Hier, Steinlager ist auch voll. Gucken wir mal unten rein. Wie sieht es hier mit Ausleuchtung aus? Okay, ah, hier ist ein Held unterwegs gewesen, wie man sieht. Der hat gerade den restlichen Teil schon entdeckt. Aber das ist immer noch was und da ist auch noch was. Also es sind noch Möglichkeiten da. Ich denke, wir können dann mal gerade hier noch was machen. Machen wir das mal weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das würde bedeuten, hier müsste eine Kerze hin, ne? Können wir vielleicht auch direkt setzen. So, so, so. Und die sollte dann da sein. Passt ja, oder? Kommt ein Held gerade zur Stelle. Ja, wäre schön gewesen, wenn er hier hochgeht. Aber naja, kann ich alles haben, ne? 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, hier muss eine Kerze rein, theoretisch hin. Wir sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, hier muss auch eine hin. Na supi, das hat ja wieder gut geklappt mit Shift-Taste drücken, ne? Ich glaube, da war sie dann. 1, 2, 3. 1, 2, 3 passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3 passt. 3, 1, 2, 3. Da muss eine hin. 2, 3, 1, 2, 3, Kerze hier in die Nische, passt sogar. Da geht sie nicht hin. 1, 2, 3, wird da die Kerze hinkommen, geht nicht. So, hier mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze hier. Und, ist das die richtige Reihe? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube ja. Gut, dann haben wir hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Cool, da kommen wir richtig weit diesmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Geht da nicht? Ist was im Weg? Geht da auch nicht auch was im Weg? Kerze. Kerze. Geht nicht, geht nicht. Aber hier geht nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kerze. Da geht nicht, da geht dann auch nicht. Aber wir sind hier schon mal ein Stück weiter.
Aber wir können ja 1, 2, 3, 1, 2, 3 Kerze, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Kerze. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3 Kerze. 3, 1, 2, 3. Hier wäre eine Kerze im Endeffekt. Um 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, hier in der Nische ist die Kerze in Anführungsstrichen. 1, 2, 3. Hier muss auch eine Kerze hin. Ja, dann müsste da noch eine hin. Da auch. Okay. 1, 2, 3, Kerze. Kerze. Da oben geht keine hin. Kerze. Eins, zwei, drei Kerze, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei Kerze. So, den machen ganz viele Kerzen. Der ist gut da reingelaufen. Zwei, drei. Und müsste da eigentlich eine Kerze sein, ne? Und ich passiert uns da jetzt nichts. Hier ist irgendwas falsch gelaufen, kann das sein? Die Kerze steht weiter nördlich. Irgendwo haben wir uns verzählt. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wahrscheinlich hier die Kerze. Dann ist dieser hier falsch und damit sind alle anderen auch falsch. Aber da das hier ein Durchgang ist, lasse ich das jetzt mal so. Schicksal. So, ist nur, da ist schon eine Kerze gesetzt worden, glaube ich, die war da noch nicht, oder? Oder war die da doch schon? Kann auch sein. Wo geht dieser Held hin? Hier ist noch Platz, genau. Oder auch da. Aber er bleibt davor stehen und geht nicht dahin, wo man was aufdecken kann. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Aber das liegt nicht an ihm, sondern an einem Angriff. Okay. Müssten wir somit fertig werden. Dann würde ich sagen, gehen wir aber wieder runter. War das jetzt falsch? Ja, das ist richtig. Wo ist er? Da unten ist er. Den gucke ich mir nämlich lieber erstmal da an. Okay, der kämpft da nämlich bei schwerwiegenden Gegnern. So, den auch noch. Jo, hat er geschafft. Guckt er hier noch weiter oder nicht? Aber ich glaube, jetzt kommt er wieder hoch, oder? Nein, er geht noch auf diese Spinne. Na, schafft er das oder stirbt er? Er ist noch gesund. Geht sich jetzt aber wahrscheinlich heilen. Gut, gucken wir mal wieder hoch, ob hier unsere Spinnen da irgendwo sind. Oh, 7 Stück noch. Dann haben wir es. Wird immer besser. Keine Ahnung warum, aber es ist gerade am Laufen. Ob es mit dem Licht im Keller zu tun hat, ich habe fast die Vermutung. Oh, guck mal, das Dach ist auch schon relativ gut weitergebaut. Dann können wir da gerade noch was dran tun. Auch. Wie sieht es mit den Wänden hier aus? Das ist schon überbaut. Hier wird auch was getan. Das ist schon die zweite Reihe. Das ist gut so. Passt auch. Geht ja voran, ne? Wie ist es mit dem Essen? 3 Brote über. Auch gut. Getreide wächst noch.
40, sinkt gerade ein bisschen. Komm mir. Ah, hier ist gerade der Angriff. Da ist nämlich der grüne Geld-Button. Okay. Geschlagen. Ich denke, dass die anderen schon da sind. Wenn der grüne Gel war, wahrscheinlich der langsamste. Der Gel ist dann woanders schon kaputt gemacht worden, gehe ich von aus. So, 5 Brote drin, das ist doch schon mal super cool. Guck mal, selbst Äpfel hierhin gebracht worden, das ist auch super. Vielleicht können wir hier noch was ändern. Nee. Geht das so, dass ich nur eine Reihe wegnehmen kann? Ne, geht nicht. Leider. Wenn ich das Toy Stop-Pfeil mache, ist er komplett weg. Schade, ne? Aber das ist nicht schlimm, weil ich hatte vor, da Fässer hinzumachen. Unprepared Food. Raw Food Barrel. Machen wir mal so, oder? Und da noch welche. Genauso wie da welche sein können. Okay, kriegen wir dann hin, denke ich. Muss nur gebaut werden. Dann können wir die besser stapeln in den Kisten, ne? Hier können wir dann sagen, eine Reihe Äpfel, eine Reihe Dings da, sag schon Birnen. 3 Brote noch da, aber die sind alle glücklich. 39 Happiness, das geht ja schon. Gut, da laufen auch noch weitere Wände lang. Na, viele fehlen da nicht mehr, ne? Oder? Wir können gerade noch die Tür da überbauen. Das Ganze müsste da eigentlich auch passieren, geht aber nicht, weil da wahrscheinlich die Tür fehlt, ne? Sind wir zu hoch? Ja, ja, wir sind zu hoch. Jetzt weiß ich nicht, ob das da richtig ist. Es kommt da einer. Das geht interessanterweise nämlich dann. Ja, man sollte die Shift-Taste drücken, dann kann man das auch mehrfach nutzen, ne? Da mal so. Gut, kriegen wir hin. Hier ist es schon doppelstöckig gelaufen. Gut, haben wir erstmal wieder was gemacht. Da ist ein Held drin, der ruht sich aus im Dingens, sag schon, Marktplatz. Türen wollte ich noch ein paar machen. Also da können wir definitiv einen hinmachen. Und da fehlt ja auch noch eine Tür, ne? Und hier unten fehlt auch noch einer. Zap, zap. Aber die ist schon angeklickt. Okay, machen wir hier noch ein paar hin. Und, ja, der letzte ging nicht, ist auch egal. Gut, damit haben wir schon wieder ein bisschen was geschafft. Irgendwo schon was überbaut? Nein, nicht wirklich. Ist wieder Nacht. Wie sieht es mit unseren Punkten aus? 40 hält sich relativ hoch jetzt. Da kommen ein paar Steine. Okay, das klappt da auch. Aber das Holz nachlegen ist hier so ein bisschen schwierig, ne? So, ich wollte mal gerade reingucken. Diese Person hat sich jetzt automatisch gemacht, aber wir haben da nichts. Kein Resultat, okay. Forge haben wir, aber wo fehlt's dran? Wahrscheinlich am Eisen selber, ne? Wir hatten das doch schon ausgewählt, Eisen, oder? Jo. Gut, müssen wir dann in der nächsten Folge mal nachgucken.
Dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.